Eingebettet in sanftes Hügelland liegt Schloss Losdorf im schönen Weinviertel nahe Lahn der Theier. Die Schlossanlage wurde erstmals urkundlich im Jahr 1320 erwähnt. Regelmäßige Besitzerwechsel, Zerstörung und Plünderung kennzeichnen die Geschichte des Schlosses. Sein heutiges Erscheinungsbild als vierflügelige Barockanlage mit anschließender Kirche im Osten und auch die klassizistischen Fassaden gehen auf Umbauten im zweiten Viertel des 18. Jahrhunderts zurück. Feldmarschall Johann Joseph Fürst von Liechtenstein war der letzte Bauherr. Seit 1834 ist das Schloss Losdorf im Besitzer der Grafen Piatti, unter denen sich große Kunstsammler befanden. Der Großteil der Anlage wird privat genutzt. Einen Teil kann man als Museum besuchen. Dieses Museum beherbergt unter anderem Österreichs größte Sammlung historischer Zinnfiguren. Des Weiteren besticht das Schlossmuseum durch seine original belassene Empireinrichtung und das Scherbenzimmer. Der Charme des Schlosses liegt sicher im nicht restaurierten Originalzustand, der den Besucher eintauchen lässt in andere Zeiten. Rüber dort. Thank you.
Vor dem Zweiten Weltkrieg wurde im Schloss Losdorf seit Generationen Porzellan gesammelt. Neben kostbaren japanischen und chinesischen Exemplaren waren Stücke aus beinahe allen bekannten Manufakturen Europas vertreten. Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs entschied der damalige Graf Ferdinand Piatti, mit seiner Familie vor dem Eintreffen der russischen Armee nach Oberösterreich zu fliehen. Die wertvolle Porzellansammlung ließ er im Keller einmauern. Das Versteck wurde bald an die russischen Besatzer verraten. Da die Stücke weder verkäuflich noch sonst irgendwie verwertbar waren, wurde das Kulturgut des Feindes kurzerhand zerstört. Nach seiner Rückkehr im Juni 1945 begann Graf Ferdinand Piatti, die Scherben zu sammeln und sie nach Manufakturen zu ordnen. Der Raum, der wahrscheinlich in den letzten Kriegsjahren als Gefechtsstand gedient hatte, blieb bis heute unverändert im Zustand der Kriegszeit.